Ja, liebe Andrea, schön, dass du heute hier bist. Wer bist du denn eigentlich? Schwierige Frage, wer bin ich überhaupt? Ich würde mich eigentlich immer als total normalen, durchschnittlichen Bürger eigentlich bezeichnen. Ich bin 41 Jahre alt, da haben die Gene zum Glück mitgespielt, ganz gut. Wenn ich deine drei besten Freunde, Freundinnen fragen würde, was sind die drei Dinge, die Andrea ausmachen? Was würden die denn sagen? Ich denke, dass es ist, dass ich wirklich gerade heraus bin, dass ich wirklich immer sehr echt bin und den Leuten auch nichts vorspiele oder sowas. Und ich bin auch jemand, der den Leuten eigentlich ziemlich klar auch die Meinung sagt. Also wenn mich Freunde um irgendwie einen Rat bitten oder so, dann bekommen sie von mir auch ein ganz klares Statement, eine ganz klare Meinung. Also Ehrlichkeit, und was ist dein zweites Attribut, was Andrea Elbeck ausmacht? Verlässlichkeit. Also wenn ich sage, ich mache etwas, dann mache ich es auch. Was immer ganz witzig ist, ist auch so diese Pünktlichkeit, immer überall pünktlich sein zu wollen. Also ich habe das wirklich auch mal unter anderen Freunden probiert. Ich habe mal wirklich versucht, mit Abstand, wirklich mit Absicht zu spät zu kommen und dann war ich immer noch die Erste. Was ist Humor für dich? Wie wichtig ist Humor in deinem Leben? Humor ist total wichtig für mich, wobei ich für mich immer das Gefühl habe, manche Leute sagen, ey, du bist irgendwie witzig, und ich selber habe für mich überhaupt nicht das Gefühl, witzig zu sein oder auf Kommando überhaupt witzig sein zu können. Mann, das ist deine Scheiße, Mann! Können mich aufregen. Ich mag tatsächlich Drama ein bisschen, also wo ich wirklich vielleicht mal rumschreien kann, wirklich auch sowas wie Panik und Verzweiflung ausdrücken kann. In welchem Stil bist du denn zu Hause als Schauspielerin? Welchem Stil? Beim Stil würde ich sagen, mir wäre es wichtig, dass ich eine Rolle so spielen kann, dass es eigentlich gar keine Rolle mehr spielt, ist das jetzt Mann oder Frau. Überhaupt, dass man Rollen wirklich so besetzt, dass es bestimmte Rollen, wo es eigentlich ganz egal ist, das könnte jetzt ein Mann sein, das könnte jetzt eine Frau sein und dass man tatsächlich dann mich darauf sehr gut besetzen kann, weil es dann einfach, weil so beide Sachen hier sehr, sehr durchschlagen. Also teilweise eine stärkere Männlichkeit, dann auch dann teilweise vielleicht auch wieder mehr so die feminine Seite, die zum Ausdruck kommt. Ja, das wäre der Stil, den ich so anstreben würde und der mir unheimlich gefällt und den ich unheimlich interessant finde. Billy war im Bad. Wir waren die ganze Zeit durchgefahren und ich hörte das Wasser einlaufen. Er saß in der Wanne. Gott, Japan liebte ich. Als Baby hat er das schon geliebt. Ich wusste also, dass er da drin war. Das Wasser lief in die Wanne und Lady Day. So nannte er Billy Holiday gern. Die hat er so genannt, ja. Sang in seinem Kassettenrekorder Stormy Weather. Ich bin also nei ins Bad und da han ihn gseh durch eine Lücke im Vorhang, die er zuzogen hat. Mit geschlossenen Augen und der Dampf ist aufgestiegen. Fast gar nicht gekämpft, konnte er auch nicht. Wegen dem Schock nehme ich an, als der Rekorder auf das Wasser traf. Es gab nur ein kurzes, irgendwie ein knallendes Geräusch, wie von einem Blitzlicht oder was auch immer. Die stärksten Emotionen im Schauspiel, das ist, denke ich, dieser schmale Grat zwischen, ich will mal sagen, Verstand und Wahnsinn. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. Ich bin da, ich bin startbereit. Immer wenn ich dich sehe, da geht mein Herz auf und ich bin irgendwie total
innerlich glücklich, da, das ist eine innere Freude und einfach die Tatsache, dass du da bist, ist einfach wunderbar.